Am Beispiel von Tic-Tac-Toe schauen wir uns jetzt mal rasch an, wie wird ein Spielbaum aufgebaut? Was hat es mit Spielfahrten, Spielpositionen und Spielverläufen zu tun? Wie baut man einen Spielbaum auf? Rechts ist gezeigt ein leeres Tic-Tac-Toe-Feld und jetzt gehen wir systematisch durch, von links nach rechts, von oben nach unten, überall ein X hinzusetzen. Hier sind nur drei beispielhaft gezeigt, danach ist wieder Kreis dran, danach kommt wieder Kreuz dran und so füllt sich Schritt für Schritt wechselweise zwischen Kreuz und Kringel abwechselnd das Spielbrett. Weil so ein Spielbaum ein bisschen zu groß ist, machen wir ein 2x2 Tic-Tac-Toe, zwei in Reihe, dann gewinnt die Person. Der Anziehende wird immer gewinnen, weil sobald der Anziehende wieder dran ist, muss er zwangsweise zwei in Reihe haben, also senkrecht, waagerecht oder diagonal. Um den Spielbaum hier zu entwickeln, habe ich das Spiel ein wenig anders kodiert als mit Kreuz und Kringel, sondern über Plus und Minus und leere Felder mit Punkt, Punkt. Dann habe ich diesen Spielbaum gezeichnet auf Papier und dann ergibt sich dieser sogenannte Baum. Das ist, weil immer von einem Knoten, diese, so etwas nennen wir einen Knoten, wo eine Spielposition ist, es Verzweigung gibt, also ein Verlauf, wie sich das Spiel entwickeln kann. Nehmen wir mal ausgehend vom Ursprungsknoten. Alles leer, kann jetzt Kreuz in eine dieser vier Felder ziehen. Also hier ist die erste Möglichkeit, dort drüben die zweite, da die dritte. Und hier die vierte. Von jeder, nehmen wir die linke Position hier, ausgehend kann jetzt wieder Kringel ziehen, durch ein Minus kodiert, auf eine der drei möglichen Felder. Hier haben wir das gemacht. Und danach kann wieder Kreuz hier das Pluszeichen setzen. So. Dann habe ich das fertig gemacht, abgezählt, festgestellt, es gibt insgesamt auf jeder Ebene eine bestimmte Anzahl an Spielpositionen, 24, 12 und 4, macht 40 Möglichkeiten plus Ausgangssituation 41 Stück. Dann habe ich mir den Spielbaum genauer angeschaut und nach Gleichheiten gesucht in den Endstellungen. Jede Linie hier führt auf eine andere Endstellung, die identisch ist. Heißt, statt 24 Möglichkeiten gibt es eigentlich nur 12 gültige Endstellungen. Weiterhin, wenn man sich überlegt, dass diese Stellung eigentlich nichts anderes als ein gedrehtes Brett ist zu dieser, also das um 90 Grad gedreht, kommt dahin, kann man sogar ableiten, gut, das brauche ich alles gar nicht, wenn ich diesen Teilbaum durch habe, ergeben sich die anderen wie von selbst durch Rotation. Kommen wir also genau genommen nur auf 6 Endstellungen, die anderen sind alle ableitbar durch Gleichheiten und Rotation. Betrachtet man noch Symmetrien, also Spiegelungen an der waagerechten, senkrechten oder Diagonalachse, reduziert sich die Anzahl der möglichen Endstellungen rudimentär sogar nur auf diese zwei, also wo Plus nebeneinander liegen oder diagonal gegenüber, und alles andere ist durch Spiegelung ableitbar. Sehr interessant. Spiegelung, Rotation sind Möglichkeiten, sich die Suche durch einen Spielbaum zu vereinfachen, wenn man irgendwas findet, was man schon mal gemacht hat, oder durch Drehung oder Spiegelung auch wieder so eine Stellung ergibt, die man schon mal gemacht hat, kann man sich Arbeit abkürzen und abnehmen. Das habe ich auf der Folgefolie ganz kurz mal zusammengefasst. Ups, die ist übersprungen worden. Da ist es. Die verschiedenen Möglichkeiten, über die ich gerade gesprochen habe. Wenn wir jetzt Tic-Tac-Toe den Baum anschauen, genau die gleiche Idee wieder. Ausgang. Hier die X alle durchlaufen und ich habe nur einen Auszug gemacht, um das deutlicher zu machen. Laufen wir den orangen Pfad lang, kommen wir zu dieser Spielstellung. Laufen wir den gelben Pfad lang, kommen wir zu dieser Spielstellung und siehe da, die sind identisch. Heißt also, würden wir hier jetzt weitermachen, würde der Baum hier drunter auf Ebene 4, 5 und so weiter genauso aussehen wie hier drüben. Wir können uns also unter Ausnutzung solcher Erkenntnisse, das Gleichheiten zu erkennen, das Berechnen in Spielbäumen dramatisch reduzieren. Wenn man das tut, darauf zu achten, was ist gleich und wie verhält sich das mit Symmetrien, kommt man auf eine deutlich reduzierte Anzahl von Möglichkeiten, die man nun durchspielen muss. Also hier auf Ebene 1, alle anderen Situationen, wo das X hier wäre, dort in der Ecke oder dort, könnte man durch
Drehung dieses Spielbretts erreichen. Genauso hier unten, nur hier in der Mitte ist, da gibt es keine interessante Drehung. Gucken wir uns dann die Möglichkeiten von Kringel an, von Kreis. Das ist symmetrisch, hier drüben die Positionen wären symmetrisch. Hier gibt es keine Symmetrie, die wir ausnutzen können, hier die. Also das Spiel ist diagonalachsensymmetrisch. Bei dieser Position ist es so, dass wir hier spiegeln können. Oder da? Da ist es nicht interessant, hier wieder. Da ist es also in der senkrechten Achse symmetrisch. Und dann gibt es noch hier die Variante. Das reduziert die Berechnung der Möglichkeiten drastisch. Aber gucken wir uns mal die Ebene 3 an. Jetzt wäre wieder x am Zug. Stellt man doch wieder fest, na, obwohl wir aufgepasst haben auf Symmetrien, kommen wir wieder auf gleiche Spielstellung und die sich dann in folgenden Ebene 4, 5, 6 entwickelnden Spielbäume sind wieder identisch. Zusammengefasst, erzeugbare Spielverläufe, die wir haben, ist, am Anfang kann x in 9 Felder ziehen, dann kann Kringel in 8, x wieder in 7 verbliebene und so weiter. Das macht potenziell 9 Fakultät, 362.880 Möglichkeiten. Der Baum wird dadurch reduziert in dieser Generation der aller Möglichkeiten, ob eine Partei mit dem letzten Zug gewonnen hat oder ob diese Spielstellung schon erreicht wurde. Dann können wir das verkürzen, diesen Baum komplett zu berechnen. Genauso können wir Symmetrien ausnutzen. Eine ganz andere Herangehensweise ist, dass wir systematisch alle Spielpositionen durchgehen. Also wir machen nicht eine Entwicklung entlang der erlaubten Züge von einer Ausgangsstellung und gucken nach, was sich da ergibt, sondern wir sagen einfach, welche Endstellungen sind denn überhaupt möglich? Wir können systematisch die durchentwickeln. Also wir fangen hier leere Stellung, machen das X da rein, dann links oben die Ecke einen Kreis. Dann haben wir alle Möglichkeiten, wo dort oben was steht. Dann nehmen wir die nächste Variante, ein X dort in die Mittelstellung. Links ist leer, dann da ein X, da ein Kringel. Dann müssen wir in die Mittelposition Kringel machen. Dann ein, ne, links ist leer, dann ein X, wieder ein Kringel und so weiter. So gehen wir systematisch alle Stellungen durch. Was auffällt ist, dass wir darunter Spielpositionen haben, die gar nicht erlaubt sind. Da X, so unsere Annahme immer anzieht, ist die hier mit dem Kringel gar nicht möglich. X ist ja der Anziehende, genauso Kringel, Kringel nicht. X hat ja angezogen, hier wäre X gar nicht beteiligt an dem Spiel. Hier hätte X zweimal hintereinander gezogen. Kringel muss aber auch die Möglichkeit haben, zwischendurch zu ziehen und so weiter. Diese ganzen gelben, mal eingefärbten Spielstellungen sind nicht gültig, die müssen wir aussortieren. Auch hier sind zwar drei X in der Reihe, aber hier hat Null gar keine Chance, Kringel gar keine Chance gehabt, überhaupt einen Zug zu machen. Das sind also hier unsere Beschränkungen. Wir haben 3 hoch 9, also für jede dieser 9 Felder haben wir 3 Möglichkeiten, also 3 hoch 9, 19.683 Endspielpositionen, die wir, oder grundsätzlich Positionen, die wir erreichen können. Wir müssen aber darauf achten, dass die Anzahl der X minus die Anzahl der Kringel zwischen 0 und 1 bleibt. Ansonsten war irgendwas nicht richtig mit der Reihenfolge der ziehenden Steine. Genauso müssen wir darauf achten, dass entweder kein in Reihe ist oder wenn 3 in Reihe sind, dann nur einmal verbunden von einer Partei. Das heißt, ich darf nicht zweimal 3 in Reihe haben, zum Beispiel 3 oben und 3 unten. Das funktioniert nicht. Dann haben wir auch diese Anzahlbedingung verletzt. Aber ich dürfte zum Beispiel mit einem Zug 3 in Reihe unten haben und nach oben. Diese Doppelvariante ist durchaus möglich. Das könnte passieren. Da haben wir 6, 5 und 4 Züge, Spielzüge. Also ein bisschen aufpassen, aber daran entscheidet sich, was sind erlaubte Stellungen. Was uns verloren geht, ist das Wissen, wie ist diese Stellung erreicht worden. Aber dafür spricht, dass wir nur knapp 20.000 Möglichkeiten durchspielen müssen, potenziell, und aussortieren und filtern. Das also zusammengefasst. Entweder berechne ich systematisch alle Spielverläufe durch, riskiere aber permanent symmetrische durch Rotation oder Spiegelung oder grundsätzlich gleiche Stellung zu erreichen. Das muss ich mir bei dieser Strategie möglichst merken, um nicht zu viel Arbeit machen zu müssen. Habe aber eine riesen Ausgangsmenge von über 360.000 Möglichkeiten. Oder ich gehe alle Spielpositionen durch,
habe 20.000 Möglichkeiten ungefähr, muss ein paar Regeln anwenden, weiß aber nicht, wie ich da hingekommen bin. In der Regel ist es so, dass wir die letzte Variante dazu nutzen, um zum Beispiel auszurechnen, wie viele gültige Stellungen sind überhaupt erlaubt. Das sind manchmal interessante Fragen. Wie viele Möglichkeiten gibt es überhaupt beim Schach, beim Spiel Go und so weiter? Das Auszählen der Möglichkeiten ist eine andere Strategie, an das Spiel heranzugehen, als hier oben den besten Spielzug zu berechnen. Da haben wir eine Ausgangsstellung, wollen jetzt unseren Pfad lang suchen. Was ist clever? Da müssen wir aber aufpassen, weil wir über verschiedene Wege gleiche Spielstellungen erreichen werden, wie wir das möglichst vermeiden. Spiele, wo Symmetrien eine große Rolle spielen, sind Tic-Tac-Toe, Mühle genauso, weil man das Spielbrett drehen kann, bei 4 gewinnt und Dame natürlich auch. Schach auch, nehmen wir an, der eine zieht Läufer, der andere Bauer, dann Springer, da kann ich auch Springer, Bauer, Läufer ziehen, gleiche Spielstellung erreichen. Und beim Schach ist es auch so, wenn dreimal dieselbe Spielstellung erreicht wurde, ist auch unentschieden. Das sind Symmetrieeigenschaften, die man beim Berechnen von Zügen, wenn Computer intelligent einen Spielbaum durchlaufen wollen, berücksichtigen muss.